So, wo führt das hin? Okay. Versuch halt immer noch zu verstehen, ne? Goldene Rune 8. Bin ich jetzt irgendwie... Warum ist auf einmal alles upside down? Geh doch, ist mir egal. Ich finde mein Glück alleine. Schmiedestein 7. Ja, what the hell einfach nur. Da unten ist Hummer, man. Das war doof. Ich will mich an sich nicht ohne mein Pferd mit Hummerman anlegen. Ich halt so null einschätzen kann, was der kann. Wie bewegt sich der Honk jetzt? Er weiß auf jeden Fall, dass wir da sind. Er spürt unsere Präsenz. Leider der verdammt viel Leben. Das wird ihn nicht retten. Tot ist er. Und er bringt einfach nur 2000 Erfahrung. Das ist erstaunlich wenig. Puh. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir jetzt ziemlich weit unten sind. Hätte tatsächlich auch ein Gegner sein können, der da jetzt aufspringt und uns angreift. Dunkelschmiedestein 7. Na. You fuck. Warum machen wir plötzlich so wenig Schaden? Das nervt mich. Naja, vielleicht sind die auch nur besonders stabil gegen magischen Schaden. Das kann natürlich auch sein. Ist das eine Illusionswand? Nein. Ja, viel mehr darf nicht passieren, weil ich auch schon wieder keine Magie habe. Also keine Himmelstränen. Schmiedestein 7. Oh, wir werden damit zugeschmissen jetzt langsam, ne? Schmiedestein 7. Da ist nochmal offensichtlich was Wertvolles. Mooks Kette. Ist das jetzt irgendwie... Was ist das für ein Gegenstand? Ist das wieder hier was?
Ein in goldene Magie gehüllter Fetisch. Fesseln hielten einst das faste Volk des Mahls gefangen und diese hier sollten ein ganz besonderes Mahl sicher verwahren. Obwohl nur noch Spuren ihrer früheren Macht verbleiben, sind diese Fesseln noch immer stark genug, um Moog auf Erden festzuhalten, wenn auch nur kurzzeitig. Moog. Ach ja, war Moog nicht irgendwie der... War der nicht der Herr des Blutes? Und der ist auch ein Mahl, okay. Gefährlich, würde ich mal sagen. Glassplitter. Warum? Okay, das endet einfach in Katakomben. Ist das einfach ein Durchbruch in LOL. Okay. Das ist lustig. Das ist in der Tat lustig. Das ist ein Durchbruch in diese Katakomben. Die auch Teil der Stadt sind, offenbar. Wir versuchen mal nach oben zu kommen und schauen uns dann an, ob wir wirklich wieder in der Stadt rauskommen. Müssten wir theoretisch. Oder war der Weg nach oben jetzt der Weg in die Katakomben? Ist natürlich auch möglich. Warum? Okay, die kommen einfach wieder. Zack, doch, dass sie wieder. Goldene Rune 11. Was tut dies? Das ist ja interessant, okay. Warum ist mein Schwert schwächer geworden? Oder meine Werte irgendwie abgenommen? Weisheit 64, nö, dann. Doch. Meine Werte haben abgenommen. Waren wir nicht bei 69? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass wir bei Weisheit stärker waren. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir weiter nach unten. Und erkunden die Katakomben von Lyndell. Ein Dungeon im Dungeon. Von der Gerät versperrt. Schade. Okay. Hände hoch oder ich schieße es hier nicht. Okay, da hinten wird wieder kräftig abgedanced. Geistertal. Boah. Muss ein Rammstein-Konzert sein. Können wir uns mal näher angucken. Grund auszurasten, Freund. Das ist ein ziemlich langer Strahl.
Aua. Nichts. 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 Warum wusste ich das irgendwie? Den von mir. Kriegst du. Schuppentalisman des Schmelztiegels. Oh, das klingt gut. Verringert erlittenen Schaden durch kritische Treffer. Jetzt ist die Frage, wann kriegen wir einen kritischen Treffer? Ist das Spiel da transparent? Also wissen wir das wirklich? Oder weiß man es halt nicht? Wenn man es nicht weiß, wenn ich das nicht abschätzen kann, dann weiß ich auch nicht, ob das Ding nützlich ist oder nicht. Das macht es jetzt für mich ein wenig schwer zu verstehen. Das war auch so klar, dass das passieren würde. Oh, fuck. Geh weg. Geh einfach. Gräbertallilie 9. Ja, warum sind wir denn jetzt wieder hier? Hier waren wir doch. Wo ist denn... Bin ich blöd und habe ich den Schalter einfach nur nicht gesehen, oder? Soll er hier sein? Sieht so aus, als würde das Ding wegfahren. Und darunter wäre dann ein Hebel oder so, das könnte ja auch sein. Wo ist der Schalter? Hä? Hä? Thank you.
Das ist super interessant, weil das wieder die Situation ist, wo man denkt, das ist die Ebene, aber es ist einfach eine andere Ebene. Das hatten wir ja schon mal in einer Katakombe. Wenn wir nämlich jetzt hier runterfallen, ist das halt, wie gesagt, nicht die gleiche Ebene wie die, nach der es aussieht. Ja, das ist super interessant. Wir holen erstmal unsere Runen. Bevor ich hier jetzt noch einen Fehler mache. Das heißt aber auch, dass hier noch was sein könnte. Das heißt, dass hier oben noch was sein könnte. Okay. Dieser Dungeon ist hart verwirrend. Wo führt das denn jetzt hin? Lol, okay. Sakramentknospen. Okay, das ist... Das ist... Da muss man auch erstmal drauf kommen. Okay. Aber gut, dann haben wir jetzt die Tür zum Boss auf jeden Fall schon mal geöffnet. Ja, tatsächlich eine Katakombe, die ich wieder sehr gelungen finde. Weil hier auch wieder mit der räumlichen Vorstellungskraft der Spieler gespielt wird. Gebiete sehen gleich aus, sind dann aber verschiedene Ebenen. Gar nicht das, was man so erwarten würde. Oh, der kommt wieder runter. Und jetzt müssen wir erst einmal hier in unsere Seelen oder Runen, ich sag das immer noch falsch, zurückholen. Malbeil. Und wo genau ist das jetzt? Ist das wieder was anderes? Ja. Das ist wieder eine andere Ebene. Wie crazy ist das? Das ist schon wieder eine andere Ebene. Ich meine, wie oft können wir das machen? Wie oft? Bis wir das Ende erreicht haben. Man weiß es nicht. War so klar. Fuck.
Ich hasse diese verfickten Male. Okay. So. Welche Ebene ist das jetzt von den vielen, die wir hatten? Wir hatten auf jeden Fall eine Ebene, wo wir in die Boss-Ebene müssen, wo die Boss-Ebene aber nicht ist. Wo wir noch gegen ein Mal kämpfen müssen, war das jetzt hier. Goldene Rune 11. Kann ich zurück? Kann ich bitte einfach... Er lässt mich nicht zurück. Scheiße. Ich wäre jetzt gerne einfach zurück teleportiert. Ah, guck mal. Das hätte ich übersehen jetzt. Wurzelharz. Oh Gott. Uff. Ganz schön auslaugend. Wie viel brauchen wir jetzt zu einem Level-Up? 95.000. Das sollten wir mittlerweile eigentlich hinkriegen. Rune 12. Ich verstehe nicht, warum meine Weisheit gesunken ist. Hatten wir nicht immer 69? Habe ich irgendwas geändert? Der Boss. Eskar, Priester des Blutes, ist dead. Jubel des Blutes. Ja, und noch ein paar Seelen. Oder Runen. Ich werde es einfach immer falsch sagen. Immer. Ich werde mich hier auch jedes Mal wieder korrigieren, aber ich werde es erstmal jedes Mal wieder falsch sagen. Blutverlust in der Nähe erhöht die Angriffskraft. Okay. Sehr interessant. So, jetzt ist die Frage, wo sagt das Spiel, ist der Eingang? Wo? Hier. Okay. Wir gehen zur unterirdischen Straße zurück. Wie gesagt, ich verliere ein wenig hier leider die Übersicht. Weil das einfach ziemlich schwer ist. So, ich gehe jetzt erstmal hier lang. So, ich
Ich weiß gar nicht genau, wo ich jetzt noch hin will. Will ich hier wieder hin? Es kann wirklich gut sein, dass wir da in dem Rohr noch nicht alles gemacht haben. Weil irgendwie geht es ja auch immer noch in nach ganz unten in diesem großen Mittelding, wo wir waren. Da geht es irgendwie noch nach unten. Muss es zumindest. Ficken. Zumal wir ja in diesem Gebiet jetzt auch noch keinen Boss hatten. Den hatten wir jetzt nur in den Katakomben. Ich hasse diese Fickviecher. Ich hasse die so sehr. Das ist so unnötig. Dass die so stark sind. Kannst du dir nicht ausdenken, so ein Mist. Nervt jedes Mal wieder aufs Neue. Wirklich cool. Ja, alles klar. Okay, wolltest du jetzt einfach nur mal sliden oder? Okay. Enjoy yourself, please. Ja, wir springen jetzt nochmal wieder hier rein. Und ich weiß hier schon wieder nicht, wo wir waren und wo wir... Okay. Hier waren wir gleich.